Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameboy Color Spiel. Und da freue ich mich besonders drauf, denn wir spielen Tabaluga. Das Spiel hat keinen weiteren Untertitel, das heißt einfach nur Tabaluga. Und ich freue mich deshalb drauf, weil ich es ja schon einmal durchgespielt habe und festgestellt habe, das ist ein wirklich schönes Spiel. Es ist auch etwas umfangreicher als die letzten Gameboy-Spiele, die wir hatten. Da kann jetzt eventuell das wirklich sein, dass dieses Let's Play Parts im zweistelligen Bereich bekommt, so 10, 12 Parts, ich weiß es nicht. Vielleicht sogar mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger. Ich habe noch keine Ahnung, wie gut ich diesmal durchkomme. Ja, ich habe mit der Tabaluga-Materie bisher nie was zu tun gehabt. Ich kenne mich da nicht wirklich gut aus. Mein ganzes Wissen beziehe ich quasi durch dieses Spiel und durch, ja. Die Tatsache, dass ich halt weiß, dass es ein kleiner Drache ist, der in Grünland lebt, und dass das Ganze von Peter Maffay erfunden wurde. Aber mehr wusste ich vorher nicht. Und ja, wir legen auch direkt los. Da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Wir sehen hier Tabaluga und seine Freunde. Hier haben wir zum Beispiel Digby, den kleinen Maulwurf, daneben Happy, den Hasen. Und der blaue Vogel dort, der kurz hochgeflattert ist, das ist Ruby. Und die Biene, ich glaube, es soll eine Biene sein, die heißt Buzz. Ja. Und anscheinend gibt es da Probleme. Was sollen wir nur machen, fragt Digby. Ja, es ist alles ganz fürchterlich. Ja, was denn, Happy? So schlimm wird es schon nicht sein. Doch, es ist schlimm. Es hat angefangen, im Wald zu schneien. Es wird kalt. Ja, bei allen Kreuzblütlern, es wird immer kälter. Obwohl es ja Sommer ist jetzt aktuell. Wir spielen also Grünland im Sommer. Und dahinter steckt Arktos. Arktos ist sowas wie der Erzfeind von Tabaluga. Das ist ein Schneemann. Ja, Arktos hat eine Maschine über Grünland oder über dem Wald abgeworfen. Und Tabaluga ist natürlich der Einzige, der noch alle retten kann. Er muss in den Wald gehen und die Kältemaschine ausschalten, damit der Schnee endlich aufhört. Wenn du noch Tipps brauchst, dann können wir dir bestimmt ein wenig helfen. Gehe auch zu Nessaja. Sie ist sehr weise und kann dir viel über Grünland berichten. Sie ist beim Gemeinschaftshaus im Süden. Ruby will uns das zeigen, wo Nessaja ist. Nessaja sagt vielleicht manchen was, denn es gibt dieses wunderschöne Lied, Nessaja, ich wollte nie erwachsen sein. Und Nessaja ist eine Schildkröte und die ist wie gesagt sehr weise. Und da kann Tabaluga jetzt um Rat fragen, wie er Grünland am besten retten kann. Es ist ein kleines Adventure-Spiel mit vielen tollen Elementen, sehr liebevoll gemacht und wie gesagt auch relativ umfangreich für so ein Gameboy-Spiel. Hier ist nochmal Ruby. Wir fragen Ruby, wie wir zum Wald kommen, aber es ist anscheinend nicht ganz einfach. Wir müssen in die Berge und von da aus kommen wir zum Wald. Und da unten haben wir jetzt eine Saya und die hat uns auch noch was zu sagen. Denn natürlich hat Nessaja schon davon gehört. Und auch sie ist sich sicher, dass Tabaluga Grünland retten wird. Aber wir müssen noch sehr viel lernen. Da unser Vater Tyrion wird uns eine Menge beibringen, sagt Nessaja da. Und in den Bergen gibt es einen Ort namens Dragon's Eye. Dort kannst du ihn herbeirufen. Dazu benötigst du allerdings einen Drachenkristall. Dieser soll irgendwo in einer Höhle in den Bergen versteckt sein. Ja, danke, Nessaja. Wir müssen also in die Berge gehen, den Drachenkristall finden, damit Tyrion herbeirufen, damit wir ein bisschen was lernen an Fähigkeiten, um so letztendlich Arktos besiegen zu können. Und in diesem Spiel ist es also so, dass wir tatsächlich immer weitere Fähigkeiten hinzubekommen und uns dann immer besser durch die Welt schlagen können. In diese Häuser können wir reingehen, das ist jetzt also das Gemeinschaftshaus. Ihr seht unten diese Herzanzeige, da haben wir jetzt drei Herzen, die füllen wir gleich mal auf 5 auf. 5 ist das Maximum. Das sind quasi unsere Leben oder ist unsere Gesundheit. Und ja, jetzt sagt sie das Ganze nochmal, das brauchen wir jetzt uns nicht nochmal anschauen. Dann haben wir noch eine Edelsteinanzeige, die steht noch auf 0. Wenn wir 100 Edelsteine gefunden haben, dann bekommen wir ein Herz dazu. Und daneben sehen wir einen Timer. Ich glaube, es gibt nur zwei Situationen im Spiel, wo wir tatsächlich eine Uhrzeit vorgegeben bekommen, beziehungsweise einen Countdown, wie schnell wir etwas schaffen müssen. Und ganz rechts, da ist noch ein leeres, großes, quadratisches Feld. Darin sehen wir, welchen Gegenstand wir gerade in der Hand haben. Wenn wir jetzt in unser Menü gehen, dann sehen wir hier nur ein Notizbuch. Das könnten wir jetzt in die Hand nehmen. Und wenn ich jetzt dann den B-Knopf drücke,
dann zeigt es mir quasi den letzten Dialog an oder die letzte Info, die wir bekommen haben. Das lassen wir jetzt aber bleiben. Wir legen das wieder zurück, haben jetzt die Hände wieder frei. Ja, damit habe ich euch eigentlich schon soweit alles erklärt. Halt, eins gibt es noch, ein sehr schönes Element in diesem Spiel. Wir haben tatsächlich eine Karte. Die haben wir nicht immer, die haben wir nur, wenn wir draußen sind. Sobald wir in einem Gebäude sind oder sowas, ist, glaube ich, diese Karte aus. Und auch in manchen Außenbereichen. Aber hier ist die Karte aktuell an. Und wir begeben uns jetzt mal in die Berge. Hier treffen wir auch noch Bass. Bass warnt uns auch nochmal, dass es in den Bergen gefährlich ist. Da gibt es Steinschlag und Wegbröckel im Boden. Ja, wir machen uns da keine Sorgen, wir sind vorsichtig, genau. Die Berge heißt eigentlich nur, dass wir, ich schätze mal, es ist vielleicht ein Berg und wir müssen hier durch diese Höhle durch. Und wir können laufen, wir können sonst eigentlich noch nichts, wir können, glaube ich, auch nicht springen. Nein, wir können nur laufen. Und wir können uns auch nicht ducken oder so. Aber wir sehen hier schon diesen rissigen Boden und da müssen wir ganz schnell drüber. Und dann folgen wir jetzt hier dem Weg. Man könnte sich hier hoppla, jetzt habe ich mich gleich mal verletzt. Man könnte sich hier theoretisch verlaufen, auch mit Karte. Allerdings habe ich diese Stelle jetzt schon ein paar Mal gespielt, deshalb weiß ich, wo wir hin müssen. Ist jetzt auch nicht so schwer. So viele Irrwege gibt es dann doch wieder nicht. Also es ist teilweise ein bisschen verzweigt, aber nicht so, dass man endlos umherirrt. Hier haben wir wieder wegbröckelten Boden. Und wir müssen jetzt nach links, denn da wartet schon Digby, der Maulwurf, auf uns und der hat bestimmt wieder irgendeinen netten Hinweis. Ja, nee, den Drachenkristall habe ich noch nicht gefunden. Ach nee, jetzt habe ich... Oh. Ich habe jetzt aus Versehen den Dialog weggeklickt. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich guck mal, ob ich den theoretisch über das Notizbuch nochmal aufrufen kann. Ja, kann ich. Also, nein, der Drachen, der Höhleneingang ist verschüttet. Oder bin ich jetzt dran vorbeigelaufen, aber der ist tatsächlich verschüttet. Kein Problem, weiter nördlich vom verschütteten Eingang ist ein anderer Eingang. Du musst allerdings ein paar Steine zur Seite schieben, um dorthin zu kommen. Danke für den Tipp. Ich werde jetzt wieder in den Wald gehen und nach meinem Bau sehen. Genau. Also, Digby ist wieder in den Wald verschwunden. Er hat uns aber gesagt, wie wir zu diesem Höhleneingang kommen. Und in dieser Höhle liegt der Drachenkristall. Wenn wir jetzt wieder hier zurückgehen, da seht ihr dieses grüne Teil, was da rumflimmert. Damit können wir unsere Herzen komplett auffüllen. Ich mache das jetzt allerdings nicht, denn uns fehlt nur ein Herz und da lohnt sich das noch nicht. Vielleicht brauchen wir das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Und hier würden wir zu dem anderen Eingang kommen, aber leider ist die Brücke zerstört. Achso, jetzt habe ich gerade nochmal das Notizbuch aufgerufen. Ich packe das mal wieder weg. Ja, also hier kommen wir nicht rüber. Beziehungsweise hier kommen wir zwar zu der Höhle. Nicht hier, sondern wir kommen zu der Höhle. Aber... wir müssen später über diese Brücke und deshalb gehe ich nochmal kurz hierher zurück und sehe mich hier mal ein bisschen um. Ja, hier gibt es nämlich eigentlich noch was zu holen, das ist aber noch nicht da. Entschuldigung, müssen wir später nochmal hierher zurück. Gut, wir suchen jetzt den anderen Eingang. Und hier, ja, hier wartet schon Happy auf uns. Habe ich Digby gefunden? Ja, habe ich. Ja, er hat mir gesagt, ich soll einfach die Steine hier oben wegschieben. Ja, mach das und hol den Kristall. Ich werde schon mal zum Eingang von Dragon's Eye laufen und dort auf dich warten. Mhm. Okay, und um zu Dragon's Eye zu kommen, dafür brauchen wir dann etwas, um die Brücke herzustellen. Allerdings können wir das eben jetzt noch nicht holen. Jetzt schieben wir erstmal die Steine weg. Ich zeige euch das mal kurz. Hier wäre dieser verschüttete Höhleneingang. Ja, da kommen wir also jetzt nicht rein. Wir müssen jetzt die Steine beiseite schieben, um hier den Weg nach oben zu nehmen. Das ist jetzt auch nicht wirklich schwierig. So, jetzt können wir da durch. Und hier finden wir eine Fackel. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch gleich. Jetzt sind wir in der Höhle. Und da liegt noch eine Fackel. Wir können die Feinde übrigens noch nicht besiegen. Aber wir haben hier was gefunden. Mal sehen, was da drauf steht. Wer diesen Trank benutzt, wird einige Sekunden unverwundbar. Das nutzen wir gleich mal. Und rennen hier mal kurz durch zu diesem Eingang. Sammeln zwei Edelsteine und ein Herz auf, rennen wieder zurück und nehmen den zweiten Ausgang. So. Ja,
Mit der Fackel ist es folgendes: Im Moment könnt ihr ja das Bild sehr gut erkennen. Wenn die Fackeln aufgebraucht sind, dann hoppla, dann wird es etwas dunkler. Und ja, das war jetzt gerade ganz kurz der Fall, da hat er eine neue Fackel angezündet, das macht er automatisch. Und dann sehen wir eben nichts mehr. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier alles gerade richtig mache, doch das klappt. Ha, so. Wir müssen also uns jetzt durch diese Höhle durcharbeiten. Und da ist schon der Drachenkristall. Wow, das kann nur der Drachenkristall sein. Ja, jetzt aber schnell nach Dragon's Eye. Der Kristall scheint sehr mächtig zu sein. Seine Kraft hat den Ausgang der Höhle geöffnet. Das ist doch schön. So, wir müssen jetzt hier wieder zurück. Damit können wir jetzt quasi diesen verschütteten Ausgang benutzen. Ist der jetzt dann hier? Ja, das ist der verschüttete Höhlenausgang gewesen. Und da oben können wir noch ein Herz mitnehmen. Das machen wir auch. So. Und dann geht es jetzt wieder zurück. Hier. Und auf zu Dragon's Eye. Woher weiß ich jetzt, wo Dragon's Eye ist? Das ist einfach ein reines Rumsuchen. Und wenn man das dann einmal mitgekriegt hat, wo es ist, dann findet man es auch ganz schnell wieder. Aber ich gucke jetzt mal eben, ob jetzt dieses... Ja, da oben seht ihr ein Stück Holz. Das brauchen wir. Das sammle ich gleich mal ein. Damit kann ich sicher die Brücke reparieren. Yay! So, wir müssen jetzt also wieder zu dieser kaputten Brücke zurück. Wir müssen die Leben immer noch nicht auffüllen. Also lassen wir den kleinen Drachen liegen. So, und da wartet Happy an der zerstörten Brücke. Prima, du hast ein Stück Holz gefunden. Jetzt kannst du die Brücke reparieren. Du musst dich auf der anderen Seite in den Kreis stellen und den Kristall benutzen, um Tyrion herbeizurufen. Ich gehe jetzt wieder zurück ins Dorf. Ciao. Ja, mach's gut, Happy. So, wir reparieren jetzt mit einem Stück Holz die komplette Brücke. Und dazu rüsten wir das Stück Holz aus. Gehen an den Rand der Brücke und drücken den B-Knopf. Und zack, haben wir die komplette Brücke wieder aufgebaut. Und hier ist jetzt dieser Steinkreis etwas schwer zu erkennen. Ihr könnt euch das auch gerne auf der Karte nochmal ansehen. Da seht ihr jetzt hier in diesem blinkenden Quadrat, da sind vier so kleine Punkte drin und das ist dieser Steinkreis. Also man kann sich ein bisschen an der Karte orientieren, aber man kommt auch so ganz gut zurecht. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es allerdings ganz interessant werden, wenn man die Karte hat. So, jetzt müssen wir den Drachenkristall ausrüsten und hier benutzen. Und jetzt werden wir gleich unsere erste Fähigkeit bekommen. Das ist Tyrion, unser Vater. Mhm. Wie schön, dass ich dich mal kennenlerne. Ja, er lässt sich als Vater nicht so häufig blicken, ne? Ich war lange Zeit der Beschützer von Grünland. Jetzt kann ich dir leider nur von Zeit zu Zeit behilflich sein. Kannst du eigentlich schon Feuer spucken? Nein, leider nicht. Mm-mm. Dann wird es aber höchste Zeit. Ein richtiger Drache muss doch Feuer spucken können. Ja, das finde ich auch. Und wie machen wir das? Drücke einfach den A-Knopf, dann holst du Luft. Wenn du den A-Knopf wieder loslässt, spuckst du Feuer. Ja, das probieren wir auch gleich mal aus. Nichts zu danken und bis bald. So. So geht es also mit dem Feuerspucken. Ja, damit muss man vorsichtig sein, aber es ist tatsächlich sehr nützlich, denn jetzt können wir uns gegen unsere Feinde zur Wehr setzen. Wir brauchen dafür keine Munition, wir können unendlich oft Feuer spucken. Allerdings, wenn wir Feuer spucken, können wir uns nicht bewegen. In dem Moment noch nicht, sage ich mal. Und wir können auch nicht besonders weit Feuer spucken. So. Ja. Ruby hat auf uns gewartet. Sie war gerade im Wald. Es sieht nicht gut aus. Überall Schnee. Und wie kommen wir in den Wald? Westlich der Waldlichtung fängt der große Wald an. Bis bald und viel Glück. Mhm. Die Waldlichtung, das ist quasi der Ort, wo wir gerade das Holz eingesammelt haben. Und wenn wir von da aus nach Westen gehen, dann kommen wir weiter in den eigentlichen Wald. Vorher wäre das jetzt noch nicht gegangen, denn wir müssen Feuer spucken können, um überhaupt zum Wald durchzukommen. Wir können nämlich hier diese Baumstümpfe abfackeln. Und hier ist jetzt dann der Durchgang zum Wald.